Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder und wie ihr seht, ich habe wieder meine Doubledo ausgepackt. Ja, also, ich muss dazu sagen, ich habe gestern noch lange mit zwei Mädels geschrieben über Facebook, die mir dann so einiges noch erklärt haben und mir dann auch gesagt haben, was ich falsch gemacht habe, denn das Problem lag weder an dem Maschinchen noch an diesen Schablonen. Da habe ich gestern auch ja böse Schimpfe bekommen, weil ich gesagt habe, vielleicht liegt es an den Schablonen. Um Himmels Willen, ich wollte nicht schlecht reden. Also ich bin wirklich die Letzte, die irgendwas schlecht reden möchte. Ich liebe Action und ja, also ich bin mit den Produkten immer super zufrieden. Und ich kann jetzt auch sagen, also die Schablonen waren nicht schuld. Es funktioniert, wenn man es denn richtig macht. Und das war gestern halt mein Problem. Wie gesagt, ich habe noch nie mit so einer Maschine gearbeitet. Ja, aber dann haben mir meine lieben Mädels geholfen und mir gesagt, Mensch, du legst doch die Scheiben falsch aufeinander. Du musst es so und so machen und dann funktioniert das. Ja, die liebe Heizi hat sogar gesagt, Mensch, ich wäre am liebsten durch den Computer gesprungen und hätte dir geholfen. Ja, also wie gesagt, das Problem lag dann wirklich zwischen meinen Ohren und weder an der Maschine noch an den Schablonen. Ja, es funktioniert. Man muss es nur richtig machen. So, und da ich es ja jetzt weiß, wie es funktioniert, ne? Und hoffe, dass es jetzt auch noch funktioniert. Nein. So, also, wir brauchen zuerst diese Matte. Dann brauchen wir die Stanzschablonen. So. Der einzige, der mich ärgert, ist dieser kleine hier. Der will meistens nicht, aber egal. So, also Papier, Stanzschablon, dann kommt die nächste Kunststoffscheibe drauf und dann kommt die schwarze Matte drauf. So. Dann geben wir das in die Maschine und kurbeln. So. Ich muss die Maschine mal ein bisschen festhalten, weil es ist echt nicht einfach. Und ja, sie saugt sich an meiner Matte hier am Tisch nicht richtig fest und darum muss ich einfach ein bisschen festhalten. So, dann warten wir, bis es hinten rauskommt. Ja, und dann, siehe da, es funktioniert. Ich bin total begeistert. Selbst diese Feine, die mich gestern wirklich richtig geärgert hat, es funktioniert ohne Probleme. Also ich bin jetzt richtig happy. Ich denke, es fehlt eine Scheibe bei dieser Maschine. Aber das ist mir jetzt gerade ziemlich Wurst. Weil es funktioniert. So wie ich es jetzt hier probiert habe, funktioniert es. Auch hier dieser mittlere Schmetterling funktioniert richtig gut. Der kleine, der will nicht. Der, ja, die Flügel gehen. Aber hier in der Mitte will er nicht. Aber das ist egal. Ja, es funktioniert. Und es sieht toll aus. Und ich bin happy. Und ja. Ja, ich freue mich einfach, dass ich es jetzt hinbekommen habe. Die haben ja gestern eh schon funktioniert. Aber trotzdem, ne? Wo wir einmal dabei sind. Und weil es ja gerade so viel Spaß macht. Und damit ich euch zeigen kann, dass es doch wirklich nicht an den Stanzschablonen liegt. Also, die ich auch gestern auf gar keinen Fall irgendwie schlecht reden wollte. Das ist überhaupt nicht meine Art. Wie gesagt, ich gehe oft viel und ja, gerne zum Action einkaufen. Und war bis jetzt auch, ich hole die Maschine mal ein bisschen nach vorne, mit den Produkten immer super zufrieden. Also von daher, es macht lustige Geräusche, ja. Es ist anstrengend, also wie gesagt, Fitnessstudio, oh. Können wir uns dann sparen?
Ja, aber es funktioniert. Also, zack. Also es funktioniert so gut, dass die Stanzteile teilweise in der Schablone bleiben. Also, so. Also, es funktioniert ohne Probleme jetzt. Hier der Schmetterling, da ist auch gleich fast alles drin geblieben. Ja. Und auch hier, das ist schon rausgefallen. Jetzt lande ich doch jetzt. Ja. So. Also, das war jetzt das, was ich euch dazu noch sagen wollte. Ich bin happy, es funktioniert. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich wollte euch einfach nur sagen, dass ich es doch noch hinbekommen habe und dass ich mich total freue, dass ich das noch hinbekommen habe. Ja. Und dass es riesen Spaß macht. Ich glaube, ich werde jetzt einiges Papier verarbeiten, indem ich es einfach verstanze. Und ich finde das toll, weil man da wirklich einfach mal Reste, man hat immer mal kleine Reste, die, ja, die dann sonst hier rumliegen und man will die aber nicht wegschmeißen, weil man könnte die ja eventuell noch benutzen und ja. Und man hört auch teilweise richtig, wie es knackt, das ist dann da, wo das Messer sich wirklich durch das Papier drückt. Ich hatte auch den Tipp bekommen, das zweimal durchzudrehen, wenn es beim ersten Mal nicht schneidet. Aber, also das brauche ich jetzt gar nicht. Obwohl hier, doch, hat super funktioniert. Da hängt schon wieder alles drin, da fällt wieder alles von ganz alleine raus. Also, mein Fazit zu meiner kleinen süßen Double Do. Die funktioniert so, wie sie soll, sie tut, was sie soll. Klar, keine Frage. Und auch mein Fazit zu den Schablonen, von denen ich ja gestern nicht ganz so begeistert war. Ja, ich gebe es zu, ich war im ersten Moment etwas enttäuscht. Aber wie gesagt, das Problem lag zwischen meinen Ohren. Und jetzt habe ich es mit Hilfe meiner lieben Mädels dann doch hinbekommen. Danke, danke, danke. Liebe Heike und liebe Stefanie, ihr habt mir wirklich super geholfen. Ja, und wie ihr seht, es funktioniert. Ich habe schon fleißig gestanzt und es fällt wirklich alles gleich so raus, wie es soll. So, das war jetzt mein Fazit zur Double Do und zu den Action-Schablonen. Und damit verabschiede ich mich dann schon. Bye bye, bis zum nächsten Mal.